Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit diesem Video will ich euch ein bisschen mit der Entscheidung weiterhelfen, nach welcher Reihenfolge ihr denn die Units, die eine LR Awakening haben, zu einer LR zu machen. Wir haben schon einige Partsets von diesem Format rausgehauen und nun kam jetzt eine neue Diane rein. Und jedes Mal, wenn eine neue Unit rauskommt, bringe ich das gleiche Video immer wieder, weil sich dann auch die Rankings eigentlich immer wieder verändern. Und so auch in diesem Video. Ich würde sagen, lass gar nicht um den heißen Brei herumreden, fangen wir auch direkt an, immer nach Release. Deswegen machen wir das jetzt auch ganz entspannt. Und wir fangen hier unten an. Der LR Lost Vein. Also der LR Lost Vein war ja die allererste LR. Und anfangs sah sie sehr, sehr strong aus. Wo ist denn der? Hier. Anfangs sah sie sehr, sehr strong aus. Aber an sich sehr, sehr unnötig. Und finde ich, bleibt auch in diesem Tier wirklich der einzigste Use Case, den ich weiß, wo er gut ist, ist halt einfach Demons, OG Demon. In OG Demon rasiert er wirklich komplett. Da gibt es meiner Meinung nach auch keine bessere Unit außer den LR Lost Vein, aber ob es jetzt wirklich wert ist, wegen dem OG Demon LR Lost Vein zu machen, ist jetzt fraglich. Eventuell werde ich ihn auch demnächst machen für halt OG Demon, aber ich habe schon einige von den anderen LRs, deswegen da ist es relativ normal, weil irgendwann mal wollte ja sowieso alle LRs haben. In diesem Video geht es eher darum, so die ersten paar LRs, die ersten drei oder sowas, und danach kann man sich ja immer selber umgucken, was man machen will. Aber wie gesagt, der LR Lost Vein, der sollte hier unten noch bleiben. Da hat sich meine Meinung nicht geändert. Die zweite Unit, die LR Unit, die rausgekommen ist, ist eine Unit, die sehr, sehr oft im Bannern reingevotet wurde. Nämlich der LR Escanor. Da kann ich es eigentlich ziemlich kurz fassen. Er war an sich nie schwach. Aber wir haben halt einfach diesen Escanor bekommen. Und du kannst dich zwei Escanors spielen in einem Team. Er ist natürlich um einiges besser, deswegen hat der LR Escanor leider ein bisschen, ja, verkackt, muss man halt einfach ehrlicherweise so sagen, weil was willst du machen, wenn du als Escanor einfach eine bessere Unit hast? So, was willst du machen? Natürlich, das gleiche gilt auch für den LR Lost Vein, weil LR Lost Vein gab es und dann kam dieser hier, aber dennoch ist bei ihm noch stärker gewesen, der Vergleich. Wobei auch der LR Escanor nicht so krass in der Meta prägnant war, bevor der andere Escanor kam. Aber er hat man schon öfters gesehen in Human Teams. Und natürlich benutzt man jetzt den UR Escanor in Human Teams. Wenn ihr dennoch Human Teams spielen wollt und den UR Escanor nicht habt, kann man natürlich ein bisschen Sachen rumtweaken mit diesem Escanor. Aber es gibt viel bessere andere Human Units, wie den Chaos Arthur, wie den neuen Lancelot, wie Transcended Ban oder sowas. Wie Roxy, die man halt als Support auch benutzen kann und so. Deswegen, da muss man sich ein bisschen entscheiden, aber natürlich bleibt es auch hier in diesem Tier. Ich würde nicht sagen, dass er unnötig ist, weil in Chaos Battle, da sehe ich ihn tatsächlich noch immer. In Chaos Battle sehe ich ihn noch immer, dass du da ein cooles Human Team bauen kannst mit ein paar Random Humans, aber LR Escanor und vielleicht eine gute weitere Human und andere zwei Random Humans. Das kann ich schon sehen tatsächlich und deswegen bleibt er auch noch da drin, ne? Deswegen. Escanor noch immer nicht bad, also keine Frage, aber es gibt halt den UI Escanor, was willst du machen? Das ist einfach der Fakt. Die dritte LR, die natürlich ins Game reinkam, ist ja die LR Liz. Und das Problem bei der LR Liz ist halt einfach, sie hat kein Use Case bei PvP, keine Frage. Brauchst du sie nicht, auf jeden Fall nicht. Aber sie ist so geil in PvE. Und allgemein in Demonic Beasts. Man benutzt sie in Nidhogg, man benutzt sie in Ratatos. Die zwei schwersten Demonic Beasts, die wir haben, wenn man jetzt mal den vierten Floor vom Bird rauslässt. Aber dennoch, Ratatos, meiner Meinung nach, ein bisschen schwerer als der vierte Floor vom Bird. Und crazy, dass man sie halt einfach so als Free, natürlich nicht Free, aber sie kam jetzt öfter schon in den Banner rein. Ich glaube, sie ist jetzt auch aktuell in dem LR Escanor Banner drin. Ich weiß aber nicht genau. Aber dennoch kam sie sehr, sehr oft zurück und gab es auch sehr, sehr oft free. Und dass sie halt in der schwersten Activity dabei ist und du kannst sie sozusagen, wenn du sie hast,
Free auf Ella machen, hast schon eine sehr, sehr gute Unit für den Rattatos oder für den Nidhogg. Ist halt einfach crazy, meiner Meinung nach. Und deswegen bleibt sie für mich immer noch ganz, ganz oben. Ich bin dann noch immer ein bisschen Base, sage ich immer wieder. Aber ich finde, sie ist halt noch immer eine Must-Have. Wenn du sie nicht hast, bitte mach sie als nächste Ella. Bitte, bitte, bitte. Sie ist so eine gute Ella für PvE. Das ist halt crazy. Und du kannst sie auch im PvP benutzen als Back-Unit. Für CC einfach, weil sie hat auch immens an CC. Deswegen, bitte macht sie einfach. Sie ist eine echt, echt geile Ella geworden. Nach der Ella-List weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Reihenfolge war. Ich denke mal, nach ihr kam der LR Zeldris. Und er bleibt für mich hier in diesem In-Ordnung-Tier. Das war früher der Good-Tier, aber ich habe noch einen neuen Tier gemacht. Und er bleibt für mich hier, obwohl man ihn auch tatsächlich auch ein bisschen runtersetzen kann auf unnötig. Aber ich finde, sein Damage ist vor allem mit seinem Holy Relic noch sehr, sehr geil, aber auch ohne Holy Relic in Ordnung. Deswegen finde ich, bleibt er auch in dem In-Ordnung-Tier. Er war bis jetzt, ich sage euch auch gleich warum, also später auch warum bis jetzt, meine Lieblings-Ella tatsächlich. Ich fand auch früher den Ella, den normalen Blue Zeldris sehr, sehr cool. Und als Meme, das er halt nie gecrittet hat, war halt einfach sehr, sehr lustig immer. Aber nach seinem Ella Awakening, was für Damage er da rausgehauen hat, vor allem in Kombination mit Gelda und mit dem DK Melee oder mit Demi-Yoke, was ich auch immer gerne gespielt habe, sehr, sehr coole Unit. Vor allem, wenn du dein Holy Relic hast, was ich eben nicht habe, wird er noch um einiges mehr Damage machen. Deswegen finde ich, ist es valide zu sagen, dass er in dem In-Ordnung-Tier bleiben kann. Jetzt als nächstes, würde ich sagen, kam der Gloxinia raus. Und da reden wir gar nicht mehr um den heißen Brei herum. Gloxinia ist für mich in dem sehr guten Tier. Weil man kann ihn natürlich tatsächlich auch Must-Have reinmachen. Aber ich belasse es mal hier in den sehr guten Tier. Weil Must-Have will ich so für LL-Liz behalten. So wisst ihr, was ich meine. Aber warum er hier drin ist, ist halt einfach, mit sehr, sehr gut meine ich, er ist nicht krass weiter unter als der LL-Liz, will ich mal anmerken. Mit sehr gut will ich sagen, wenn LL-Liz eine 10 von 10 ist, ist Gloxinia eine 8 von 10. Nämlich, eine LL-Glox, ich habe ihn zwar leider auch noch nicht, aber den LL-Glox kannst du in Ratatosk benutzen und ist aktuell in der Meta von PvP. Er ist gerade einfach in der Meta von PvP mit dem Yua Lancelot. Und deswegen ist einfach der Gloxinia aktuell ganz, ganz weit oben in der Tierlist, muss man halt einfach sagen. Hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass die Ella so weit oben wird, über allen anderen Ellas steht. Aber es ist halt einfach ein Fakt, dass diese Ella wirklich, wirklich crazy gut ist. Meiner Meinung nach. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Gloxinia haltet. Weil man muss den Uyua Lancelot nicht mit Gloxinia spielen, sondern man kann ihn auch mit einer anderen Unit spielen und auch andere Teams geben. Vielleicht würdet ihr sagen, dass ihr Gloxinia unter der anderen Unit stellt. Dazu aber später mehr. Nach Gloxinia kam der Garland raus, denke ich mal, soweit ich weiß. Und Garland, ja, man kann ihn auch in Demonic Beast spielen, in dem vierten Floor von Bird. Deswegen würde ich ihn auch da belassen. Aber er ist wirklich mittendrin zwischen Unnötig und Demonic Beast. Und wirklich Hälfte, Hälfte, 50-50 sehe ich das gerade. Nicht so wie bei dem Zeldris, weil beim Zeldris sehe ich so 70% in Ordnung und 30% unnötig. Aber bei dem Garland sehe ich wirklich 50-50. Ich belasse ihn trotzdem mal im Demonic Beast, weil man kann ihn mit Thor sehr, sehr geil in dem Bird benutzen und braucht natürlich sehr, sehr viel Glück. 100%, aber wo braucht man denn kein Glück in Grand Cross? Ist halt einfach so. Deswegen belasse ich ihn hier mal bei. Ich habe ihn auch tatsächlich auch gar nicht gemacht. Ich werde ihn in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich könnte mir ein besseres Demonic Beast Team von dem vierten Floor bauen. Aber an sich kann man ihn schon machen, wenn man die anderen hat, die über ihm stehen. Also wenn man diese hier alle schon hat, dann kann man das schon machen. Ist halt komplett in Ordnung. Sehe ich auch keine Argumente, warum er wirklich, wirklich komplett ass ist. Aber wie gesagt, 50-50 einfach stehe ich. Und bei ihm würde es mich auch mal wieder interessieren, wo ihr ihn hinstellen würdet. Nun kommen wir schon zu den drei letzten LRs. Die nächste LR, auf die wir eingehen, ist die LR Lilia, die Awakened Lilia.
Und bei ihr ist es so, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich sie, glaube ich, sogar ein Ticken geiler als den Ella Escanor. Dennoch bleibt sie auch hier in dem gleichen Tier. Liegt einfach daran, dass du sie in Chaos Battle sehr, sehr geil benutzen kannst. Meiner Meinung nach vielleicht sogar ein bisschen besser als den Ella Escanor. Weil mit dem Ella Escanor ein Team zu bilden, ist manchmal ein bisschen schwer, weil du musst halt Humans haben, die auch ein bisschen Damage raushauen können. Vielleicht findest du nicht immer welche. Aber mit der Ella Lilia kannst du irgendwelche Catastrophes nehmen, die irgendwie noch gut sind. Und da kannst du noch was raushauen. Ich finde sie gerade nicht, hier ist sie. Mit ihr kannst du irgendwelche Catastrophes raushauen und hast ein bisschen Damage. Am besten mit, wo ist sie? Mit Roxy, mit Mono in Verbindung setzen oder sowas. Oder allgemein einfach Catastrophes, ein bisschen Humans bauen noch selber. Natürlich kannst du sie auch zusammenspielen mit dem Ella Escanor. Aber meistens reichen die Punkte da nicht aus. Dennoch habe ich öfters in Chaos Battle gegen eine LR Lilia verloren, als ich gegen einen LR Escanor verloren habe. Deswegen ist meine Meinung, dass sie ein Ticken besser ist als der LR Escanor in Chaos Battle. Aber dennoch bleibt sie im gleichen Tier. Aber nur, dass ihr es wisst, dass ich sie ein bisschen besser finde. Eine andere LR, die ich auch sehr, sehr gut finde, ist der LR King. Bei ihm muss man auch eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Erklärt sich von selbst, er ist in diesem sehr guten Tier einfach auch wegen dem Lancelot. Als er rauskam, war er auch nicht schlecht. Als er rauskam, war er keine Frage, nicht schlecht. Er hatte aber kein krasses Team. Man hatte Ella, Glocks, ja, aber trotzdem hat irgendwas gefehlt. Und das, was gefehlt hat, ist dieser Lancelot, weil er ja Hälfte Human ist und Hälfte Fee. Und auch einen geilen Feen-Support hat. Und meiner Meinung nach, der Feen-Support ein bisschen besser ist. Wo steht es nochmal? Genau, 15%, Basiswerte, 5% für jeden der Feen-Verbündeten, der am Kampf teilnimmt. Und 15% Basiswerte ist halt schon echt, echt geil. Und ich finde halt, der Damage-Output, den King dann hat und der Heal, den King dann hat, lässt das Team so langlebig erscheinen, dass du denkst, du bekommst es einfach nicht tot. Du bekommst es einfach nicht besiegt. Und deswegen finde ich, dass der LR King hier im sehr guten Tier auch eine... einfach auch einen Platz verdient hat. Auch ein Fakt einfach ist. Das wollte ich aber erwähnen, dass ich sagen müsste, vielleicht der Ella King ein bisschen besser ist als der Glocks, weil du musst nicht den Lancelot mit dem Glocks spielen. Wir könnten den Glocks auch hier runtersetzen und dann den Ella King hier lassen und sagen, dass der Lancelot mit dem Ella King gespielt wird und dann mit einer anderen Unit, weil das ist auch ein Meta-Team. Aber ich finde halt einfach das Argument, dass er in der aktuellen Meta gut prägnant ist und in Demonic Beast spielbar ist, in Ordnung gut, dass er halt im sehr guten Tier ist. Einfach die Kombination, dass er halt einfach eine Vielfalt an Use Cases hat. Deswegen bleibt er auch oben in dem sehr guten Tier. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Nun kommen wir aber zu der LR, auf die wahrscheinlich alle gewartet haben für meine Bewertung. Die natürlich letzte Woche, wie ich in Erinnerung habe, oder vorletzte Woche rausgekommen ist. Und vielleicht wird es euch jetzt ein bisschen erschrecken, was ich zu dieser LR sage. Aber meiner Meinung nach ist... die LR Diane, eine Must-Have-Unit. Ich weiß, ihr denkt euch vielleicht, okay, crazy, du hast doch vorhin gesagt, du willst es für LLs haben. Aber ich habe ein bisschen überlegt gehabt vor dem Video und ich muss ehrlicherweise sagen, die LR Diane hat so viele Use Cases, sie ist einfach ein Monster. Sie hat Damage Cap jetzt bekommen und ihr werdet auch sehen, dass ich sie mir auch direkt gemacht habe, wo ist sie? Sie hat Damage Cap bekommen mit dem LR Awakening und mit dem Tortenkombination und hier eine Debuff-Karte, das die LP-bezogene Werte verringert. Ich finde es einfach nur crazy, was sie aus dieser LR Diane gemacht haben. Das gibt mir das Feeling back von der alten Meta mit der Queen Diane nur noch krasser. Wo dann der Tamerling natürlich rauskam. Und das fühle ich richtig. Nun zu meinen Argumenten, warum ich sage, sie ist wirklich eine Must-Have und nicht eine sehr gute Unit. Liegt halt einfach daran, dass ich einfach finde, du kannst sie überall benutzen, egal wo. Benutzt sie im Demon King, wo ich sie jetzt auch benutze. Benutzt sie in dem Demonic Beast eventuell. Benutzt sie einfach in jeder PvE-Activity, die du willst. In Heroes Arena, benutzt sie da, wenn du willst. Benutzt sie, wenn du willst, sogar in Demon Farming, sage ich. Aber Hauptargument natürlich, alleine für mich, dass sie im Demon King benutzbar ist, ist halt schon krass. Aber jetzt kommt das Beste. Sie ist mit Abstand ganz, ganz weit oben, wenn nicht sogar auch an der Spitze
der aktuellen Meta im PvP. Ist halt einfach ein Fakt. Und das habe ich erwähnt vorhin, du kannst den Lancelot mit der LR Diana spielen und mit dem LR King. Natürlich müsstest du auch das Holy Relic haben, weil das Holy Relic sehr, sehr wichtig ist für die Diana. Aber dennoch sehr, sehr geile Unit, sehr, sehr geile LR. Und dass ich wirklich eine LR jetzt wieder mal habe, die ich auf der gleichen Stufe wie die LR-List stelle, ist meiner Meinung nach sehr, sehr geil. Und habe ich aber wirklich nicht erwartet, aber das ist so meine Meinung zu dieser LR Diana. Ich liebe sie wirklich, ich finde sie richtig cool, weil du sie, wie gesagt, einfach überall benutzen kannst. Und auch in jedem Team. Du kannst sie bei Lancelot benutzen, du kannst sie bei Unknown benutzen, du kannst sie bei Sins benutzen. Sagen wir bei Lancelot. King, Diana, Lancelot und hinten irgendeine Feen oder Human Unit. Wahrscheinlich Feen Unit eher. Perfektes Team. Ist aktuell auch das Meta-Team, denke ich mal. Soweit ich weiß. Dann das nächste Team mit Milim. LR Diane, Milim, irgendeine andere Unit und vielleicht Subnak oder sowas oder Vitoria. Ich würde Subnak wahrscheinlich nehmen, einfach ein bisschen wegen den Defense-Buffs. Und dann hinten Nanashi. Auch ein Meta-Team. Sins, nicht mehr so krass prägnant, aber trotzdem geil. Diane, Escanor, Yua Escanor, Yua DK Melly. Krasses Team. Dafür kommt auch noch ein Video nächste Woche. Deswegen, ich sag euch, diese LR Diane ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz kranke Unit. Und deswegen auch ganz weit oben. Und ich habe sie auch direkt gemacht. Ich glaube, ich habe sie sogar im Stream gestern gemacht. Sehr, sehr schmackofatz. Und ich habe sie natürlich auch direkt True Awakened. Nun könnt ihr natürlich auch noch ein Like da lassen, wenn dieses Video euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.